auf seinem Shirt steht Crazy World. Horn ist in Hamburg am Airport und das ist der Self-Bag-Tag-Bereich, das heißt, da geht es Koffer draufstellen, vorher ein Ticket selbst holen, dann auch noch das Bag-Tag selbst machen, dann anbringen und da reinschieben. Und wenn man über 23 Kilo hat, könnte es sein, dass man dann natürlich, wie gehabt, nicht denkt, aha, das Ding hier merkt das nicht, das merkt alles. Das sagt dann irgendwann so bei 24 Kilo, hallo, hallo. Bei 25 musst du was bezahlen. Also man kommt da jetzt nicht günstiger von weg. Und von der Seite gibt es auch die ganz neuen für Eurowings und SAS. Die habe ich mir auch angeguckt. Nicht. Da hat also die Lufthansa noch die alten Automaten und hier gibt es schon die neuen Automaten und hier kann Eurowings einchecken. Ich meine, das ist doch schon wieder klar, wo das hinführt. Also Eurowings, da kann man da drüben einchecken, man kann aber auch hier in den Bereich gehen, in so ein Check-in, das sind die ganz neuen Automaten hier und da kann man dann mit Eurowings sein. Ihr seht, wo das hinführt. Ich hab's gesagt. Nicht mehr zu ändern. The Future. Das war jetzt die Waage. Da kann man seine Koffer draufstellen, da kann man auswiegen, wie schwer es ist, denn ab 23 Kilo wird es teuer. Da wird es richtig teuer. Das muss man wissen. Da muss man ja sagen, optisch gefällt mir das natürlich, naja, es ist ein bisschen alt gediegen und schon lange da. Und das Neue ist natürlich sehr high-tech und ganz modern und straight ahead. Was mir persönlich, das wisst ihr, aber immer noch am liebsten gefällt, ist mein First-Class-Check-In. Und da geht der Hon, solange es den gibt, auf jeden Fall hin. Denn das ist Reisen. Das ist mal schnell. Machen wir mal kurz fertig und lange Schlange und viel los und keine Wartezeit. Ich weiß, das habt ihr mir alles geschrieben, ich kenne das. Aber solange es noch geht, machen wir die First Class. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wie geht das eigentlich?
Und das war's schon. Ja, so geht das Selbstmachen beim Backtech. Das ist natürlich okay. Wahrscheinlich viele junge Menschen mögen das besonders und welche, die es sehr eilig haben. Der Horn hat sich das angesehen, hat nette Gespräche geführt mit noch vorhandenen Lufthansa-Mitarbeitern, worüber ich mich extrem freue. Und so. Jetzt habe ich das Gepäck natürlich da drin. Aber ich verspreche, der Horn macht das nie wieder. Also, wenn, solange meine First Class ist. Wenn es die nicht mehr gibt, dann fliege ich nicht mehr. In diesem Sinne, schönen Tag und tschüss.